Die Ringrichter Peter Nimzig, Axel Lümpkemann, Werner Schäfer und Roman Borowitz. Der NABV-Verbandspräsident Manfred Schmieler verliest die Kampfpaarungen bei der NABV-Seniorenmeisterschaft zweite Finale am 16.09.2001 in Duisburg-Walsum. Ismet Bozan, Sportclub Vogelheim, Boxt im Schwergewicht gegen Daniel Jerich, Rommerskirchen. Betreut wird Bozan vom Trainer Franz Stahlschmidt und Trainerkollege. Der Ringrichter war Roman Borowitz. Sieger nach Punkten wurde Daniel Jerich, Rommerskirchen, und Bozan wurde dadurch NABV-Vizemeister 2001. Die Ringrichter dieser Veranstaltung: Peter Nimzig, Axel Lümpkemann, Werner Schäfer und Roman Borowitz. Manfred Schmieler gibt die Paarungen bekannt. Patrick Korte, Sportclub Vogelheim, boxte im Schwergewicht gegen Skelein Gazi, WBC Duisburg. Dieser Kampf ist ein Vergleichskampf und kein Meisterschaftskampf. Betreut wird Patrick Korte vom Vereinstrainer Franz Stahlschmidt. Patrick Korte siegte in der ersten Runde durch Disqualifikation. Ismet Bozan vom Sportclub Vogelheim boxte im Schwergewicht gegen Marcel Ayrund, BC Ballenberg. Bei der NABV-Seniorenmeisterschaft erste Finale am 22.09.2001 in Köln. Ringrichter war Yildirim Ibrahim. Franz Stahlschmidt war der Sekundant von Bozan. Sieger wurde ganz knapp durch Hilfspunkte Marcel Ayrund, BC Pallenberg. Bozan wurde NABV-Vizemeister der Klasse B 2001. Cevdet Gashi bereitet sich für seinen Kampf vor. Gashi wird warm gemacht von Peter Stark. Gashi, Stahlschmidt und Stark. Cevdet Gashi, Sportclub Vogelheim, boxt im Bantamgewicht gegen Albert Dorn, BC Witten. Bei der Westdeutschen Meisterschaft zweite Finale am 23.09.2001 in Camp Lindfort. Die Betreuer bzw. Sekundanten von Gashi, Franz Stahlschmidt und Peter Stark.
Der Ringrichter war Willi Motter. Sieger nach Punkten wurde Albert Dorn, BC Witten. Bei dem Vereinsvergleich vom 6.10.2001 in Lüdenscheid, TuS Gerresheim Düsseldorf gegen ASV Lüdenscheid. Cevdet Gashi vom Sportclub Vogelheim boxte für TuS Gerresheim gegen Alper Aksu, BC Lengerich, ASV Lüdenscheid. Der Ringrichter war Hans-Wolf Breu. Betreut wurde Gashi von Peter Stark. Der Kampf endet unentschieden.